Guten Abend, diesmal nicht guten Morgen. Wir sitzen nämlich, also es ist jetzt irgendwie 21.30 Uhr und wir sitzen in einem Minibus, werden von hier aus zum Mount Merapi gefahren. Das ist einer der tiefsten Vulkane der Welt und wir werden versuchen, den zu erklimmen heute Nacht. Genau, er ist 2900. Nein, ich wollte sagen. Ach so. Er ist 2010 und 2014, glaube ich. Ja, ausgebrochen das letzte Mal. Genau. Der ist aber immer sehr aktiv, also der speit quasi fast jeden Tag ein bisschen Rauch mal so aus. Was aber nie schlimm ist natürlich, da kann man ruhig hin. Ja, und das versuchen wir heute zu machen. Wir sind noch nie auf dem Vulkan geklettert. Wir machen das zum ersten Mal direkt bei Nacht, damit wir auch pünktlich zum Sonnenaufgang oben sind. Aber wir haben einen Guide. Und ja, dann wird das schon werden. Wir geben unser Bestes und schauen mal, dass wir oben ankommen. Genau. Ich bin total nervös und Philipp ist freudig aufgeregt. Ja, ich glaube, dass das sehr cool wird. 2900 Meter sind es nach oben, genau. Der Aufstieg an sich soll 5 Stunden hoch und 3,5 Stunden runter dauern. Ja, wir müssen mal gucken. Das ist so geil. Los geht's! Auf geht's! Die erste Etappe ist geschafft. Hier ist jetzt schon eine kleine Pause. Noch? Das war entspannt. Ja, nee, also es war schon anstrengend, aber noch sind wir jetzt gut. Long way to go. Wir haben jetzt so eine Stunde hinter uns. Und es könnte es auch weitergehen, aber der Guide will noch Pause machen. Ja, ist wahrscheinlich auch vernünftig, aber hier ist es auf jeden Fall echt zugig, echt kalt. Geht es hier so durch so dunkles Vulkangestein. Eine Stunde vor Sonnenaufgang. Wir machen jetzt hier gerade wieder Pause. Und unsere Guides meinten, wir sind zu schnell und deswegen müssen wir warten, weil oben ist es zu windig. Ja, deswegen warten wir jetzt hier ein bisschen, bis wir weitergehen. Wir sind gespannt. Ich hoffe, das sieht man. Mittlerweile ist es echt nur noch Rutschen durch den Vulkansand hier. Weiter, wir stehen hier oben auf, also so 20, 25 Minuten vom Gipfel. Wir gucken jetzt aber von hier aus erstmal den Sonnenaufgang. Da sind wir. Wir haben es hier auch geschafft. Unfassbar anstrengend und auch echt nicht ungefährlich.
Guide wären wir, glaube ich, schon 100 Mal umgedreht. Aber mit Guide müssen wir uns mal sehr gut überlegen, ob wir gleich weitergehen oder nicht. Es sieht wunderschön aus. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Glaube ich, der schönste Sonnenaufgang, den wir bisher gesehen haben, aber es ist schon richtig hart. Gerade waren wir aber noch über den Wolken, auf 2900 Metern Höhe. Krass ist doch, wir sehen jetzt zum ersten Mal den Weg, den wir gelaufen sind. Weil es war ja dunkel. Nicht so viel. Also diese Tonlampen, aber ich meine gut, ihr habt das ja auf dem Video so im Hinweg gesehen. Das ist saudunkel. Kamera aus. Kamera aus, jetzt Konzentration auf den Weg. Auch Zelten, wie ihr seht. Morning! Wir sind zurück von der Bezwingung des Mount Merapi. War, glaube ich, auf jeden Fall eine ziemlich krasse Sache für uns. Also es war super anstrengend. War auf jeden Fall also richtig, richtig hart. Da oben war es wunderschön. Das war das erste Mal, dass wir einen Berg, geschweige denn einen Vulkan bestiegen haben. Ich meine, das war einer der aktivsten Vulkane der Welt. Ja, so ein paar Momente zwischendrin hatten wir auch, wo wir gedacht haben, oh mein Gott, was machen wir denn hier? Ja, das war zum Beispiel beim Aufstieg. Also es hat echt gut geklappt, der Aufstieg. Wir hatten so ein bisschen Sorge, ob wir das so von der Kraft her schaffen. Gar kein Problem.
Und dann war irgendwie so ein Schild, Stopp, und dann war es auf Indonesien. Und dann habe ich unseren Guide gefragt, was das heißt. Und meinte, ja, dass die Regierung möchte nicht, dass man jetzt weitergeht. Und ist weitergegangen. Und wir sind auch, ich meine, es war nachts um 4:30 einfach weitergegangen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, das ist hier ganz schön gefährlich, was wir machen. Und ja. Also ungefähr 100 Meter später, glaube ich, also 100 Höhenmeter später, da standen wir in so einer, das ist so Vulkansand gewesen, der geht so ganz, ganz steil runter. Und unser Guide läuft da einfach so drüber, voll lässig. Klar, der macht das auch 1000 Mal. Und sagt dann zu Missy so, ja, ja, hier, komm mal. Und in dem Moment hat, glaube ich, Missy gesagt, ey, ich will nicht sterben. Ne? Und ich habe auch gedacht so, mein Gott, das ist hier verdammt steil. Und das ist halt einfach dieser Sand, ist so, da sinkt man super drin ein. Ja, und dann hat er gesagt, doch, 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 komm. Ja, und dann ist Missy losgelaufen, 3 Schritte gegangen und erstmal voll weggerutscht. Und ich, also mein Herz hat kurz ausgesetzt und ich glaube, ihr es auch. Und dann wollte sie weitergehen und dann hat sie mal so gefragt, so, ja, sind hier denn eigentlich schon mal Leute gestorben? Und er so, ja klar, voll viele, ist mega gefährlich hier. Und wir so, ja, und dann sind wir noch ein paar Meter höher und dann haben wir aber auch gesagt, okay, dann ging auch so langsam die Sonne auf und dann sind wir da jetzt erstmal geblieben auf der Ebene. Also auf der Ebene, wir haben uns halt irgendwo ein Stück Vulkanerde gesucht, wo wir geblieben sind. Haben den Sonnenaufgang wunderschön, also war wirklich so toll. Ja, und dann waren es aber auch wirklich nur noch so 30 Höhenmeter bis zum Gipfel. Und irgendwie haben wir dann gedacht, okay, wir sind sowieso schon, wie sagt man so schön, in der Scheiße. Also gehen wir jetzt auch noch höher. Und da ist tatsächlich bis auf den Gipfel geschafft und wir sind mega stolz. Ja, und der Rückweg war dann allerdings ganz schön anstrengend, weil wir natürlich K.O. waren. Es war mittlerweile 6 Uhr morgens, wir hatten ja den ganzen Tag auch vorher einen ganz normalen Tag gehabt. Zwar ausgeruht, aber trotzdem. Und man muss leider sagen, wir haben halt keine Wanderschuhe hier in Asien mitgehabt, die kommen erst in Neuseeland. Und für uns war der Rückweg schon mit unseren normalen Turnschuhen eigentlich schwer. Ja, wir sind quasi den ganzen Berg wieder runtergerutscht. Ja. Ich habe auch einen braunen Hintern, weil ich einfach die ganze Zeit zwischendurch immer gerutscht bin auf dem Hintern, weil es gar nicht mehr anders ging. Ich bin auch 2 Mal hingefallen, also es war schon eine Herausforderung. Wir waren auch die Letzten, die dann am Ziel angekommen sind. Dazu muss man allerdings sagen, von 25 Leuten haben es auch nur 8 auf den Gipfel geschafft. Genau, und die haben sich vorher umgedreht. Ja, also einfach nur mega cool. Wir waren auf einem aktiven Vulkan. Also wir haben in diesen Krater reingeguckt und es sah einfach nur... Und die ganze Wahnsinn Zeit dann durch diese Lava, Erde und durch das Gestein, also es war schon was Besonderes. Und der bricht ja recht oft aus und ich glaube, wenn der das nächste Mal ausbricht oder es in den Nachrichten ist, dann werden wir... Ja, sagen, da waren wir schon. Da waren wir schon, ja. Naja, war ein cooles Erlebnis, wirklich. Ja, absolut.